Hi, wenn du schon mal bei mir im Livestream auf Twitch oder auf YouTube warst, dann hast du sicherlich mitbekommen, dass ich ganz gerne mal mit meiner Community diskutiere, welcher Charakter in welcher Rolle ganz gut ist oder eben nicht, so wie es die meisten auch tun. Aber ich bekomme dann Sachen an den Kopf geschmissen wie Kijing kann man nur als DPS spielen, Barbara kann man nur als Healer spielen. Und dann denke ich mir so, Moment, das lasse ich mir nicht bieten. Ha! Heute spielen wir Barbara DPS. Ich habe sie nur sachte gebaut, sie ist noch nicht ausgemaxt auf ihren ganzen Werten, aber ich glaube, um zu demonstrieren, dass jeder Charakter in Genshin Impact alles spielen kann, hier der Beweis. Um zu verstehen, warum das klappt, ist es sehr wichtig zu verstehen, warum ich dieses Team ausgewählt habe. Grundsätzlich ist es so, dass jedes dieser Teammember dafür sorgt, dass Barbaras Schaden verstärkt wird. Es ist nahezu unmöglich, eine Barbara mit über 2.000-3.000 Damage pro Basisangriff zu bauen, wenn ihr kein Team-Setup dafür habt. Dafür passt es einerseits nicht, welche Gegner im Spiel sind, und andererseits ist sie tatsächlich mit ihrem Basisangriffswert relativ niedrig ausgestattet. Aber schauen wir uns einmal das Team an. Wir haben einmal Barbara mit gar nicht mal allzu guten Werten. Ihr seht, sie hat einen Angriff von 966. Das ist praktisch gar nichts. Eine Elementarkunde von 99. Und ihr erratet es sicherlich. Das Geheimnis hinter diesem Bild ist reine Kombination der Elemente. Neben den Elementen habe ich natürlich das Wanderorchester mit einem 4-Set-Piece am Start, was dafür sorgt, dass ihr verursachter Schaden erhöht wird mit aufgeladenen bzw. heftigen Schlägen. Und das sind die Schläge, die bei Barbara richtig reinbuttern. Neben einem Wanderorchesterbild auf Barbara habe ich eine Xiangling mit dabei, die ich auf Elementarkunde gebaut habe, und zwar auf dem Ausbilder-Set. Denn Elementarreaktionen werden dadurch gepusht und gepowert. Das will ich unbedingt haben, denn diese 120 Punkte Elementarkunde bekommt Barbara auch. Daneben haben wir noch eine Saccharose. Saccharose ist lediglich dafür da, einen Katalysator zu tragen und ihr Set-Bonus mitzubringen, denn durch die Verwirbelung wird der Schaden erhöht. Das ist einerseits spannend, andererseits hat sie den von den Heldentaten der Drachenbezwinger Katalysator und erhöht somit den Angriff von Barbara, wenn dieser eingewechselt wird. Und der vierte im Bund ist Albedo. Albedo habe ich aus zwei Gründen dabei. Einerseits hat er bei mir ein Viererset Archaischer Fels. Das sorgt dafür, dass ich entweder Hydro- oder Pyro-Damage erhöht bekomme, wenn ich die Schilde des jeweiligen Elements drauf habe, und für die Passive seiner Elementarfähigkeit, dass die Basisangriffe von Barbara noch ca. 2000 Damage on top bekommen, denn wer genau aufgepasst hat, sieht im Hintergrund nicht nur die Damage-Zahlen von Barbara, sondern eben auch den Geo-Schaden, das erhöht den Gesamtschaden. Natürlich macht es Spaß, Barbara mit 5000er Hits zu sehen, aber wenn es um den Gesamtschaden geht, ist sowas relativ wichtig in der Teamkonstellation. Und nun seid ihr gefragt. Schreibt mir in die Kommentare dieses Videos, wovon ihr noch glaubt, dass es praktisch unmöglich in Genshin Impact ist, und wir sehen mal, ob ich es bauen kann. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, haut rein!